Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part haben wir die Zauberin Frigila aus den Fängen des Kaisers gerettet. Holen uns jetzt eben noch schnell Quintkarten. Ich bin Geralt. Der Hexer, den man als weißen Wolf kennt, ich weiß. Hier werden jeden Tag neue Geschichten über dich erzählt. Suchst du nach einem freien Platz am Tisch? Nein, nein. Ich wollte nur reden. Und Quintkarten. Zeig mir mal deine Ware. Was duftet hier denn so? Da siehst du, der hat ein bisschen was. Zack. Monster. Monster, Monster, Monster und jede Menge Schnaps. Kann ich dir denn irgendwas verkaufen von mir? Schwerter nimmst du, glaube ich, nicht, ne? Ist nicht so sein Milieu hier so. Schwerter, ne, schade. Na gut, lassen wir das. Bis denn, ne? Danke, dass du Zeit für mich hattest. War nett von dir. So, dann machen wir uns jetzt eben fix auf zu Avalach und sagen ihm, dass wir sowohl Zauberin als auch Sonnenstein haben. Und eigentlich damit ready sind. Jo, boxt euch hier. Na, ich bin einfach nur ein bisschen blass, das ist alles. Das ist ganz normal. Oh, warte, da eine Sache habe ich jetzt noch. Ich gehe jetzt noch gerade mal zu dieser Kräuterkundler-Person. Hier. Moinsen. Jo, erstmal durchziehen. Kann ich dich für etwas aus meinem Angebot interessieren? Wenn du noch klar denken kannst. Zeig mal, was du so hast. Vielleicht. Zeig mal, was du hast. Vielleicht hat er ja so ein Rezept für mich. Was hat er denn hier? Enthält Zusatzinformationen. Dann hat er hier Manuskript verbesserte Dimitrium-Bombe. Und herausgerissen hatte Succubus-Absud. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon haben. Ziel detoniert. I don't know, aber es ist nicht das, was ich wollte. Ich habe gehofft, er hat vielleicht hat er für mich Hybriden Wiedersehen. Öl-Schemas, aber hat er leider nicht. Also, jup, fahren wir wieder weg. Ich fahre dann mal woanders hin. Auf zu Avalach. Oh, noch einer ordentlich am Saufen, ne? Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff seinen Ballast braucht. Richtig. Ich werde jetzt gerade noch mal eine Stunde entspannen. So. Dann ist auch wieder alles aufgefüllt. Unten schon mal die Schwalbe wieder zu Katze erstmal wechseln. Alles Moin. Redet von dir. Geralt, der Riesenschlechter. Tja, das war aber auch ein Abenteuer, du. Der Herr mit den lustigen Hosen. Ist das langweilig? Lustigen Hosen? Das bezweifle ich nicht. Und warum seid ihr hingegangen? Ihr hättet mich doch auch fragen können. Damit du uns alles über deine Experimente mit dem Gen des älteren Blutes verrätst? Wohl kaum. Ich habe nichts verheimlicht, was uns im Kampf gegen Eredin nützen könnte. Und was das ältere Blut betrifft, ihr wisst alle, dass Ciri außergewöhnlich ist. Der Unterschied ist nur, dass mir klar ist, wie sehr. Ja. Vielleicht bist du ja nur von ihr besessen. Wer? Ich? Wir haben da so ein paar Zeichnungen gefunden, aber gut. Ja, Geralt? So, wie geht es Margarita? Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Das Übliche, ne? Wir waren in deinem Labor. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Mhm. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Tatsächlich? Mhm. Eine Elfin. Sie hat behauptet, dass du Ciri hast. Wie passt das dazu, dass du sie um jeden Preis beschützen willst? Gar nicht. Du erwartest doch nicht, dass ich dir meine Gefühle offenbare, oder? Naja. Okay, und wenn wir den Sonnenstein verwendet haben, was dann? Und wir gehen mal so langsam durch. Ziemlich nett, die Welt der Anellen. Nette Welt, die ihr Anelle da habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben.
Sag mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühle. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enceide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich, weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Wow, das nenne ich aber mal eingebildet, ne? Bald wird Ciri deine Hilfe nicht mehr brauchen. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Karantir, erzähl mir von ihm. Erzähl mir mehr über Karantir. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Karantir, das goldene Kind. Okay. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Okay, warum hilfst du Ciri? Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Okidoki. Und wenn wir den Sonnenstein verwendet haben, was dann? Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Okay. Ich will ihm mal glauben, ne? Gut, es ist alles fertig, wir können nach Utvik gehen. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Okay, alles ist erledigt. Wenn du bereit bist, können wir. Ich hoffe, man kann da auch speichern, weil ich werde es nicht durchziehen bereit. Können. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Geben wir alles. Quest abgeschlossen. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt. Auf dich haben wir gewartet. Wie nett. Wirklich? Ihr habt doch schon angefangen. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar, ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Schlicht, doch voller Komplexe. Nicht jetzt, Geralt. Ja, Brügel rausgehauen, da geht ganz schnell mal eben. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karantir auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet.
Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog War Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Der Kaiser kleckert nicht. Puh, Emir ist aber großzügig mit seinen Ressourcen. Er hat sogar seinen Skellige-Feldzug unterbrochen, um uns zu helfen. Aber nicht aus reiner Freundlichkeit, glaub mir. Er macht es aus dem gleichen Grund wie wir alle. Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dir auch, ne? Wird schon werden. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten. In sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Das wird nicht funktionieren. Das sehe ich schon in ihr Blick. Das war wohl nicht Ciris Idee. Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen. So hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Du hast kein Recht, ihr Befehle zu geben, ob das eine gute Idee ist. Aber ich würde sie schon gerne mitnehmen. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, ne? Sie wird es ja sowieso machen. Aber im Grunde... ist es gut, sie mitgehen zu lassen oder nicht? Oh, jetzt geht es wieder los. Jetzt kriege ich gleich wieder die Prügel raus, weil ich eine Entscheidung treffe, die wohl nicht so... Ich glaube, ich habe sie... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal, er hat kein Recht, ihr Befehle zu geben. Komm. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Cirael hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Verständlich. Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Gut, das... Cirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Ja, da muss ich ihm leider recht geben. Cirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Oh ja. Das ältere Blut kann feurig sein. Kick den erstmal so weg. Was ist ja los? Es ist zwecklos, Ciri etwas zu verbieten. Es bringt nichts, Ciri zu sagen, was sie tun soll. Im Gegenteil. Ich spreche aus Erfahrung. Am Ende macht sie doch, was sie will. Hoffen wir es. Wie bitte? Nicht wichtig. Er will das wahrscheinlich auch. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Also letzte Vorbereitungen, bevor es dann losgeht. Dann nutzen wir die jetzt auch noch, ne? Triss, kommt noch mal. Ist alles in Ordnung? Ja, ich wollte nur kurz mit dir reden, bevor es losgeht. Kopf hoch. Die Jagd ist geschwächt. Wir haben... Nein, ich will nichts mehr vom Kampf hören. Halt mich einfach nur fest und sag etwas Nettes. Das kriegen wir wohin. Es gibt hier ganz in der Nähe einen Leuchtturm. Was soll ich das sagen? Ob das gut geht? Ja, komm. Es gibt hier in der Nähe einen Leuchtturm, weißt du? Geralt, willst du etwa, dass wir... Nein, jedenfalls nicht jetzt gleich. Ich wollte nur sagen... Ach, war wieder schlecht, ne? Ich sag ja, ich wollte das seit Novigrad sagen. Das Licht des Leuchtturms erinnert mich an dich. Und dann geht's mir gut. Ach, siehst du, jetzt nochmal gerettet. Unglaublich. Du hast etwas Romantisches gesagt. Du, Geralt von Riva. War nicht gewollt. Der Schwäche. Tja, aber bitte nicht im Kampf. Wenn dir etwas zustößt. Denk nicht an sowas. Mir wird nichts passieren. Ich schaff das. Das sagst du immer. Sie haben mich nicht erwischt. Naja, bis auf das eine Mal. Ach, Geralt. Du bist ja so charmant, wenn du versuchst, lustig zu sein. Versuchst? Nimm das zurück. Das war ein guter Witz. Mhm. Natürlich. Ich liebe dich. Weißt du?
Willst du, dass ich weine? Ciri würde mich das nie vergessen lassen. Nur zu. Ich liebe dich auch. So. Das war romantisch. Sprich mit Avalach, wenn du kampfbereit bist. So, wir legen noch nicht sofort los. Wir gucken uns jetzt erstmal noch um. Looten erstmal noch, was geht. Bereiten uns nochmal vor. Ich guck mal, vielleicht, wenn die nett sind, haben die jetzt hier so einen super Alchemisten noch irgendwo rumsitzen, der alle Rezepte hat oder sowas. Die wilde Jagd. Das wäre doch super nett. Aber wahrscheinlich nicht. Nett wär's trotzdem. Bum, 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 bum. Schwefel, sonst noch irgendwas. Da ist noch eine Kiste mit einem Kriegsbeil. Dann speichere ich auch erstmal zwischen. Also man darf hier noch speichern, das ist schon mal gut. Was denn hier so los? Badadanga. Habt ihr noch irgendwen, der irgendwas verkauft oder so? Oder... Hier stehen nur so ein paar Soldaten rum. Ich hab dich in Wysima gesehen. Das freut mich, ich dich nicht, ne? Aber ist okay. Hier ist nix. Wo geht's hier hoch? Da ist Ende. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, das ist gut für den Geruch, ne? Ich hab keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste, aber möglich wär's. Kein Händler, kein Nix. Ja, Herr, Sir, Eb an Luit. Wat, Eb an Luit? Also, hier scheint nicht viel los zu sein. Da ist noch ein Häuschen, mit Glück. Hier noch so ein dickes Zelt. Mit einem Baumstumpf drinnen. Okay, das ist halt ein Design-Element, so nennt man das. Ich verstehe kein Wort. Bombebava. Demeritium habe ich verstanden. Das ging, ne? Demeritium habe ich verstanden. Was haben wir denn hier der noch? Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Ach, guck mal hier. Zaunrübe, siehste. Da ist noch ein Kistchen, da ist noch ein bisschen Waffen. Okay. Und da scheint tatsächlich noch, zumindest noch ein Schmied zu sein. Das ist ja schon mal etwas. Ich hab dich gewarnt. Oh, Scheiße. Oh nein, jetzt ist der Soldat aggro. Oh, Kacke. Scheiße, ich hab gelootet. Jetzt drehen die alle am Rad. Ist das euer Ernst jetzt? Ach nee, ne? Das soll jetzt nicht wahr. Beruhigen die sich auch nochmal? Oh, das, ich hab Ciri gefunden. Scheiße. Sieht aus, als machtest du Fortschritte. Langsam. Aber es wird besser. Scheiße. Sorry, Leute. Keine Absicht. Wir hauen mal ab. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich nochmal normalisieren. Das muss ich nochmal laden. Ah, jetzt, guck mal. Jetzt habe ich einmal die Kurin gemacht und gelootet wie so ein Vollidiot, ne? Und kriege halt einen rein. Das habe ich nun davon. Entspannt euch. Kommt schon. Oh, die scheinen sich nicht mehr zu entspannen. Na also. Vielleicht haben sie sich doch noch entspannt. Ich geh nochmal wieder zurück. Also der haut mir zumindest nicht mehr die Prügel raus. Sieht gut aus. Sieht alles gut aus. Siehst du, einmal weglaufen. Dann ist das wieder okay. So. Moin, ich hab nichts geklaut. Alles gut. Lass mich mal noch zum Schmied. Willst du spionieren oder feilschen? Beides. Zeig mir mal, was du anzuzeigen hast. Deine Ware. Muss mal gleich hier gucken, was du so hast. Erstmal verkaufe ich dir ganz viel Zeug. Wie viel Geld hat er denn? Ja, nicht allzu viel. Aber ach, schon hat er nichts mehr. Ah, je. Hast du denn irgendwas Brauchbares, Gutes? Waffenreparaturset. Oh, Schema für Reparatursets. Das ist ja mal nicht schlecht. Yo. Nö. Gut, haben wir noch irgendwas Brauchbares hier? Ne. Na gut. Okay. Bis dann. Dann
machen wir jetzt hier eben erstmal einen Break. Und im nächsten Part geht's dann los gen Ende. Wir gucken gerade noch einmal, ob wir noch irgendwas schmieden, dingsen müssen hier, ein paar Tränke brauen oder sowas. Aber im Grunde sind wir bereit, ne? Ja, das freut mich. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part, wo es dann tatsächlich erstmal endet. Ne? Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.